I am the Jochen und das ist der Frühsport für Freitag, den 15. November 2024. Schönen guten Morgen. Bei den ATP Finals geht es auf die Zielgerade. Die letzten Gruppenspiele stehen heute an. Gestern gab es schon welche und da hat sich Folgendes entschieden, wie ich prophezeit habe. Jannik Sinner gewinnt gegen Medvedev in 2 Sätzen und Taylor Fritz hat sich schwer getan gegen Alex de Minaur, am Ende aber doch mit 2-1 Sätzen gewonnen. Und damit ist die Gruppe durch und wir haben den Gruppensieger Jannik Sinner mit 3 Siegen aus 3 Matches, ganz souverän im Halbfinale, ebenso wie Taylor Fritz mit noch 2 Siegen. Und ausgeschieden sind Dani Medvedev und Alex de Minaur. Die andere Gruppe spielt heute noch, da haben wir Zverev gegen Alcaraz und Rüd gegen Rublev. Hier ist noch alles drin, jeder kann noch weiterkommen, jeder kann noch ausscheiden, also eine ganz enge Gruppe hier. Zverev reicht ein Satz, wenn ich mich nicht sehr verrechnet habe, um schon fix im Halbfinale zu sein, auch wenn er dann verliert. Aber natürlich wird er das Ding gewinnen wollen, klar, damit er hier auch mit Oberwasser aus der Gruppe rausgeht. Im Doppel ist auch gespielt worden in der Gruppe ohne deutsche Beteiligung. Die geht an Harry Hallivara, Henry Patton. Die haben die Gruppe gewonnen. 3. Sieg im 3. Spiel. Klares Ding vor Max Purcell, Jordan Thompson. Die haben jetzt 2 Siege und sind damit als Gruppenzweiter weiter. Und damit auch schon die feststehenden Halbfinalgegner von Kravitz-Pütz. Denn die haben ja ihre Gruppe bereits vorzeitig gewonnen gehabt auch. Ausgeschieden in der anderen Gruppe sind Wesley Kolow, Nikola Mektic und Marcel Garano. Neues Horacio Ceballos. Die sehen wir also nicht mehr. Und dafür gibt es aber heute noch den letzten Spieltag in der Kravitz-Pütz-Gruppe mit einem direkten Duell um den 2. Halbfinalplatz. Arevalo Pavic gegen Boleli Vavasori. Und halt eben dieses unbedeutende Spiel Kravitz-Pütz gegen Bopana Eppen. Ich wollte euch sowieso mal fragen, wie seht ihr das? Jetzt so ihr als Sportler. Kravitz-Pütz sind Gruppensieger, das steht fest. Sie haben heute ein völlig unbedeutendes Spiel noch. Da geht es natürlich ein bisschen um Weltranglistenpunkte, um Preisgelder und so, alles schön und gut. Aber das Halbfinale ist gesetzt. Sie sind das erste Mal überhaupt bei den Finals dabei als Team. Kravitz war schon mal 2-mal mit Andy Mies und mit Horia Tekau, aber noch nicht mit Pütz. Und sie sind aber auch das erste rein deutsche Team, was es schafft, ins Halbfinale einzuziehen in der Geschichte der ATP Finals. Und die geht nun schon wirklich eine ganze Weile. Das heißt, sensationelles Ergebnis jetzt schon und jetzt wollen sie natürlich mehr. Spielen im Halbfinale und könnten nach dem Titel greifen. Und Tim Pütz hat ja vor ein paar Wochen diese Wadenverletzung gehabt, wo er auch pausiert hat und Kravitz mit einem anderen Partner Turniere gespielt hat. Jetzt ist die Frage, was würdet ihr jetzt machen an der Stelle? Man kann nicht nicht antreten, sonst scheidet man aus und es kommen die Ersatzspieler ran und dann war es das. Man könnte aber natürlich auf den Platz gehen und könnte sagen, komm, das schenken wir auf den Platz jetzt einfach ab. Traben da so ein bisschen rum, lassen uns da die Bälle um die Ohren hauen, dann sollen die doch gewinnen, Bopana Eppen, das sind nette Kumpels, und dann fahren die mit einem Sieg zumindest nach Hause und wir sind ja trotzdem als Gruppensieger im Halbfinale. Es geht nicht mehr um die Platzierung mehr, also es ist wirklich alles durch für beide Teams, auch die Gegner, Bopana Eppen, nicht, dass man dann noch sagen könnte, Wettbewerbsverzerrung oder so. Es sind halt Zuschauer da, die haben bezahlt für dieses Match und die Frage ist, willst du denen halt sowas zumuten? Wir erinnern uns alle hier an Badminton Olympia 2012, wo die Badminton-Doppeln und die Bälle ins Netz gekloppt haben, weil sie verlieren wollten. Gut, die wollten aktiv verlieren, muss man dazu sagen, weil sie eben dann bestimmten Gegnern aus dem Weg gehen wollten. Hier ist es Wurst egal, wie das Spiel ausgeht. Die können da wirklich hier einfach gemütlich ein bisschen Trainingsspielchen machen und so weiter. Hauptsache Tim Pütz ins Wadeheld und ist dann fit fürs Halbfinale. Oder sagt man, komm, das ziehen wir durch, wollen das auch noch gewinnen und bleiben dann auch so ein bisschen auf Wettbewerbstemperatur, dass die Spannung nicht abfällt vor dem Halbfinale. Ich weiß es nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare mal reinschreibt, was würdet ihr machen? Würdet ihr auf dem Platz voll Stoff nochmal geben jetzt anstelle von Kravitz-Pütz und versuchen, diesen 3. Gruppensieg auch noch einzufahren? Oder sagt ihr, nee, komm, Halbfinale erreicht. Gruppenplatz 1 ist fix. In der Setzliste wird sich auch nichts mehr ändern. Im Turnierbaum. Mal sehen. Ist auf jeden Fall ein ganz blödes Spiel, dass das heute noch stattfinden muss. Wir gucken mal auf den Spielplan. Die Deutschen hat es zumindest ganz gut erwischt. Die spielen nämlich beide im frühen Block diesmal. Um 11.30 Uhr Kravitz-Pütz gegen Bopana Eppen schon. Und um 14 Uhr dann Zverev gegen Alcaraz. Und dann ein bisschen mehr Regenerationszeit fürs Halbfinale jeweils. Beides auf Tennis, auf Sky Tennis zu sehen. Und am Abend in der Session haben wir dann dieses Gruppenendspiel zwischen Arevalo Pavic und Boleli Vavasori. Im Doppel um 18 Uhr und dann um 20.30 Uhr Rudd gegen Rublev aus der Zverev-Gruppe. Und da könnte es, je nachdem wie das erste Spiel ausgeht, hier auch noch um was gehen für beide möglicherweise. Das werden wir noch dann erfahren, wenn es soweit ist. Gut, dann schreiten wir mal gestrengen Schrittes weiter in die Billie Jean King Cup Matches. Da hat gestern Japan gegen Rumänien 2-1 gewonnen und die Slowakei hat die USA geschlagen. Und damit ist klar, die Japanerinnen stehen im Viertelfinale, Rumänien fährt nach Hause, jetzt schon, das ist halt das Blöde, ne? Ein links bist du durch. Und auch die USA können schon wieder nach Hause fahren, die Slowakei sind noch dabei.
Und jetzt treffen die Slowakinnen auf Australien und die Japanerinnen auf Italien. So, heute gibt es die anderen beiden Vorrundenspiele. Und zwar verschoben von Mittwoch auf heute, morgen jetzt um 10, gibt es Spanien, die Gastgeberinnen gegen Polen. Und dann der Auftritt der deutschen Mannschaft um 17 Uhr. Deutschland gegen Großbritannien. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da drin ist für unser Team. Die Britinnen reisen an mit Katie Bolter als Topspielerin. Die ist Nummer 24 der Weltrangliste, auf einem riesen Run gerade und sicherlich bei aller Liebe nicht zu schlagen. Eva Lüß wird es versuchen im ersten Match. Jule Niemeyer wird es versuchen im zweiten Match. So rum ist es jetzt angesetzt. Aber das ist für Jule Niemeyer schon eine harte Nummer, muss ich sagen. Eva Lüß spielt gegen Emma Raducanu. Die hat auch schon mal ganz volle Tage gehabt. Ist ein bisschen abgefallen zuletzt, aber Eva Lüß ist jetzt auch nicht die ganz große Spitzenspielerin. Ne? Weiß ich nicht. Mal gucken, was drin ist. Im Doppel dann Friedhelm Siegemund gegen Nichols Watson. Aber das Doppel wird vielleicht auch gar keine Rolle mehr spielen, wenn die Britinnen schon die beiden Einzel gewinnen. Auch hier gilt, wer verliert, ist raus. Und wenn Deutschland hier verliert, war es das schon mit Billie Jean King Cup. Dann haben wir nur dieses eine Duell gehabt. Ich weiß auch nicht. 17 Uhr geht's los. Ihr könnt es live verfolgen auf Tennis Channel exklusiv natürlich. Wenn ihr möchtet, holt euch da noch dieses Schnupper-Abo, eine Woche kostenlos gucken oder einen Monat für 2,50. Dann habt ihr hier hinten das ganze Turnier und Davis Cup und alles noch mit dabei. Könnt ihr euch ja noch überlegen. Das war's vom Tennis. Jetzt kommen wir zum Fußball rüber. Und da ist so viel passiert gestern in der WM-Qualifikation, dass ich gar nicht weiß, ob ich das heute in dieses Video packen möchte oder ob wir das morgen machen, weil nämlich noch Spiele ausstehen. Ich glaube fast, ich möchte morgen ein bisschen darüber plaudern, auch Nations League und so weiter. Da steht jetzt fest, dass Frankreich und Israel schon in der K.O.-Runde stehen. Frankreich und Italien. Italien gewinnt 1-0 in Belgien und Frankreich gegen Israel 0-0 gespielt. Das gucken wir uns alles morgen an, glaube ich. Das wird mir sonst hier ein bisschen viel. Auch Südamerika, WM-Qualifikation und so weiter. Nee, wir gucken mal, wer heute spielt und was man heute noch so gucken kann. Zum einen gibt es auf Sport Digital um 13 Uhr noch aus Asien, Indonesien gegen Japan. Das kann ich sicher sagen. Für die Frühaufsteher gibt es wieder auf FIFA Plus die Ozeanien-WM-Qualifikation. 4 Uhr Samoa Tahiti, 7.30 Uhr Neuseeland Vanuatu. Das heißt, wenn ihr hier das Ding guckt, ist wahrscheinlich schon alles durch. In der Frauenbundesliga gibt es ein Spiel um 18.30 Uhr, Freiburg gegen Essen. Das ist auf der Zone um Magenta Sport zu sehen, wie immer. Und dann gibt es heute Abend die Nations League. Gruppe A oder Liga A mit 20:45 Spielen. Dänemark gegen Spanien, Portugal gegen Polen, Schottland, Kroatien und Schweiz gegen Serbien. Und dann gibt es zum Beispiel um 18 Uhr schon Zypern-Litauen aus der C-Liga. Und natürlich um 20:45 San Marino gegen Gibraltar aus der D-Liga. Alles das bei der Zone zu sehen. Auch San Marino gegen Gibraltar, wenn ihr wollt. Die deutsche wo haben wir sie? 21 hat ein Freundschaftsspiel gegen Dänemark, könnte ab 17:30 auf Pro7 Max verfolgen. Frauenbundesliga hatte ich erwähnt. Ne? Genau. Und in der WM-Qualifikation, gerade aktuell liegt Argentinien hinten in Paraguay. Ich habe noch keine Endergebnisse. Wie gesagt, machen wir alles morgen, wenn die mir dann hier vorliegen. Eishockey gibt es heute Abend und zwar 5 Spiele um 19.30 Uhr aus der DEL. Wir haben Schwenningen, Düsseldorf, Nürnberg, Ingolstadt, Köln, Fischtown, München, Straubing und Mannheim gegen Augsburg. Und da gibt es natürlich alle Spiele auf Magenta Sport plus Konferenz. Und die Konferenz gibt es auch auf Magenta Sport Sport. Für alle, die kein Magenta Sport haben. Und wenn sie aber Magenta oder wenn ihr Magenta TV habt, könnt ihr zurzeit noch dieses Gratis-Abo abschließen. 4 Monate gratis Magenta Sport. Und dann könnt ihr den ganzen Kram da auch noch ausführlicher gucken. Also überlegt es euch, kostet nichts und kündigt sich automatisch. Müsst ihr abschließen einfach nur. Die Frankfurter haben übrigens gestern gewonnen gegen Iserlohn. Das wollte ich noch erwähnen zum Thema DEL, bevor es hier untergeht. Dann kommen wir zum Grand Slam of Darts. Da haben wir das Viertelfinale komplett. War eine enge Nummer zwischen Luke Littler und Mike de Decker. Das war ja von mir das mit Spannung erwartetste Achtelfinale. Am Ende Luke Littler mit 10:9 knapp die Nase vorn gehabt. Jermaine Vertimena schlägt Vandenberg 10:9 ebenfalls. Also zwei ganz enge Dinge und die treffen sich jetzt auch wieder im Viertelfinale. Und ansonsten Gary Anderson ist im Viertelfinale gegen Stephen Bunting gewonnen. Schau einer an. Jo, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Viertelfinale wird ausgetragen. 2 Spiele heute, 2 Spiele morgen. Wir gucken natürlich zunächst mal auf die heutigen beiden. Da geht es um 20 Uhr wieder los auf Sport 1 und auf der Zone mit den Paarungen um 7:45. Cameron Menzies, der trifft ja auf Michael Mansell. So ein bisschen das Überraschungsspiel hier, muss man fairerweise sagen, im Viertelfinale. Und danach haben wir Martin Lukman gegen Rob Cross. Und es wird Best of 31 Legs gespielt. Die sind eine Weile beschäftigt. Also die Spiele sind hier für über eine Stunde geplant. 7:45 soll das erste steigen und nicht vor 10:15 das zweite.
Also braucht ihr ein bisschen Sitzfleisch, aber wie gesagt, Sport 1 und DAZN sind dabei und helfen euch natürlich, das dann auch in Ruhe zu gucken. Basketball-Bundesliga am Abend, Heidelberg gegen Hamburg, 20 Uhr auf Dein Sports, wer da Lust hat, reinzuschauen. Und da gab es gestern ein Spiel in der Euroleague. Die beiden Deutschen haben sich getroffen und Alba Berlin hat gegen Bayern München klar verloren mit 86 zu 115. Das war wirklich eine Demonstration der Bayern. Da muss man sagen, Respekt zu diesem klaren Sieg. Im DHB-Pokal haben die Rhein-Neckar-Löwen knapp gewonnen gegen die Füchse Berlin mit 30 zu 29. Und der VfL Gummersbach hat den Bergischen HC rausgeschmissen. Und dann habe ich zum Schluss noch ein paar Europacup-Ergebnisse vom Volleyball. Friedrichshafen verliert bei Mladost. Mit 1 zu 3, das ist aber ein Gruppenspiel gewesen. Ne? Nee, das ist 32. Finale, aber Hinspiel, genau. Und im Challenge Cup der Frauen, da hat Galatasaray gewonnen in Wiesbaden. Die haben das Hinspiel schon gewonnen und da ist jetzt schon durch für Wiesbaden. Die sind raus und Galatasaray eine Runde weiter, aber in Wiesbaden nicht. Und in der Wasserball-Eurocup-Runde hat Duisburg gegen Proreco verloren. Das auch noch der Vollständigkeit halber. Ich glaube, ich möchte jetzt hier an der Stelle Schluss machen für heute. Bis jetzt war es noch einigermaßen okay, bevor es schlecht wird. Morgen wieder reingucken, dann haben wir WM-Qualifikation vor allem und Nations League, arbeiten wir ein bisschen was auf, gucken auf das deutsche Nations League-Spiel, was bevorsteht. Natürlich ATP-Finals, wer ist ins Halbfinale gekommen und so weiter und so fort und wie geht es da weiter. Und der ganze andere Krams, der halt so ansteht. Ihr wisst ja, was da immer kommt an einem Samstag. Danke, dass ihr heute dabei wart. Schönen Freitag euch. Nochmal der Hinweis auf den Sport, auf die Sporthighlights vom Abend. Nations League gibt es ein paar nette Spiele. ATP Finals am Vormittag schon mit Gravitz, Pütz und Zverev. Frauenbundesliga mit einem Spiel. Darts heute Abend. Und die Eishockey-Konferenz auf Magenta Sport. Sport Free for All. Nein, nicht for all. Free for All Magenta TV Kunden. Danke fürs Zuschauen und gerne bis morgen hier wieder beim Frühsport. Ciao.